vermuten und was nicht so sein wird. Ich denke, es ist eine Koexistenz. Es ist eher eine Koexistenz. Vulkan ist immer noch sehr präsent. Ich brauche die menschliche Erfahrung. Einige Aspekte dieser fleischigen Existenz sind mir immer noch fremd. Ich verstehe nicht, warum diesem und jenem helfen, obwohl wir wissen, dass wir zum Weltherz müssen. Wenn du es genau betrachtest, sind Menschen wie Ameisen. Sie müssen die ganze Zeit herumwuseln, um sich lebendig zu fühlen und einen Daseinssinn zu finden. Und sie leben in Gruppen. So erkennt man, dass sie es tatsächlich brauchen, hin und her zu rennen und sich gegenseitig helfen. Abgesehen davon natürlich, dass jene, denen sie helfen, genauso bedeutend sind wie die eingangs erwähnten Ameisen. Wer bist du genau? Ich bin Matras. Unsterblich und einzigartig. Okay. Warum hängst du da nicht mit deinen Kumpeln, den Todwandern, rum? Zuallererst habe ich keine Kumpel. Dafür bin ich etwas zu alt. Und zudem finde ich die Annahme, dass ich irgendwas mit denen zu tun hätte, äußerst unangenehm. Ich habe nichts mit diesen Toten gemein. Ich existiere bereits seit 6000 Jahren und bin auch immer sehr lebendig. Danke. Ich gebe zu, dass dieser Körper etwas abgenutzt aussieht. 6000 Jahre alt? Hey, du siehst nicht älter aus als 250. Schmeichler. Allerdings habe ich heute Morgen einen Zeh verloren. Unabhängig davon sind diese Todwandler nichts weiter als durch Magie reanimierte Leichen. Wobei ich ein unsterblicher Geist bin, der seinen Körper wechselt, wenn der alte abgenutzt ist. Da gibt es gar keine Gemeinsamkeiten. Ah, furchtbar. Dumm ist es auf keinen Fall. Das ist nicht dumm. Das erlaubt dir, einen Einfluss auf die Welt zu behalten. Genau. Ich gebe diesen Körpern ein zweites Leben. Das sie nicht gehabt hätten, würden sie tot bleiben. Obwohl sie heutzutage sehr wahrscheinlich wieder erweckt würden. Ja, da hat er schon recht. Ich würde dir gern ein paar... Warum bist du nach Karaltas gekommen? Warum nicht? Es gibt eine Sache, die du über die Ewigkeit wissen solltest. Sie kann ziemlich langweilig sein. Also versuche ich mein Bestes, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Dort, wo der größte Spaß ist. Spaß? Du empfindest das als Spaß? Nun, ablenkend, wenn dir das besser gefällt. Was erwartest du? Mir ist langweilig. Das Ende der Welt will ich nicht verpassen. Das ergibt durchaus Sinn. Was weißt du über die Todwandler? Abgesehen davon, dass sie eine Anhäufung von Leichen mit schlechtem Geschmack sind, die durch Magie ins Leben gerufen wurde? Ich kann dir sagen, dass die Macht, die für ihre Erschaffung und ihr Fortbestehen notwendig ist, weit über die Fähigkeiten deiner Freunde geht. Und da es ihnen nicht möglich scheint, irgendeine Strategie zu ersinnen, werden sie definitiv aus einiger Entfernung gesteuert. Was zu dem Schluss führt, dass ihre Herren, die dunklen Eisfürsten, ziemlich mächtig sind. Etwas, das schwer zu glauben ist, wenn man bedenkt, dass sie mit der gleichen Inkompetenz begannen wie ihre Brüder, die Roten Weisen. Der hat gerade angedeutet, dass er was über die Geschichte der Eisfürsten weiß. Nach 6000 Jahren, klar, aber... Hast du in deinen 6000 Jahren eine vergleichbar ausweglose Situation erlebt? Ehrlich? Nein. Ihr seid sozusagen am Arsch. Oder zumindest die Sterblichen. Aber du trägst etwas in dir, was die Situation verändern könnte. Und es ist dieses vermeintlich unscheinbare Detail,
dieses Flügelschlagen eines Schmetterlings, welches das derzeit drohende Schicksal der Welt verändern kann. Dieser Dämon, wie du ihn nennst, ist nie zuvor in der Welt erschienen. Weder er noch seine Art. Wenn es so wäre, wüsste ich davon. Glaub mir. Daher gibt es trotz der scheinbar ausweglosen Situation einen Grund für einen kleinen Hoffnungsschimmer. Allerdings nur, wenn du selbst das Desaster aufhalten willst. Nun, das ist beruhigend. Das mit dem Schmetterling, was er gesagt hat. Ein Schmetterling, der auf der Bildfläche erschienen ist. Damit ist die Theorie gemeint, dass ein Flügelschlag auf der einen Seite der Welt, also aus ein Flügelschlag von einem Schmetterling auf der einen Seite der Welt, ein Tsunami auf der anderen Seite auslösen kann. Oder der Grund dafür sein kann, wie auch immer das sein soll. Aber es gibt diese Theorien und sie sind sehr interessant. Was ist mit dem König der Elfen passiert? Ich vermute, dass ihm Stärke und Entschlossenheit fehlten. Sie haben ihn in einen Ärztlichen verwandelt. Ein sehr komplizierter und gefährlicher magischer Vorgang, der nur von einem dunklen Eisfürsten durchgeführt werden kann. Er kann nur an einem Elfen vorgenommen werden, der am Leben hängt. Wieso das? Elfen haben viele Macken. Und die größte ist das tiefe Gefühl von Pflichterfüllung. Wenn ein Elf glaubt, dass er unter Folter gezwungen wird, seine Geheimnisse preiszugeben, dann kann er sich mit seinem Willen umbringen. Es scheint, dass dieser König um jeden Preis am Leben festhielt, anstatt mit Ehre zu sterben. Das hat ihnen ermöglicht, ihn in einen Ärztlichen zu verwandeln. Hast du eine Ahnung, wer ich bin? In all meinen Leben habe ich niemanden wie dich gesehen. Selbst der Begriff Dämon scheint nur dazu da, um Verwirrung zu stiften. Ich habe echte Dämonen gesehen. Als ich noch lebte, war ich ein Kriegstrommler bei den Zwergen. Zwerge sind nur eine Legende. Du willst mich verspotten. Es wäre ungehobelt, jemanden auf so einfache Weise zu verspotten. Also, die Zwerge haben existiert und ich war einst einer von ihnen. Sie haben die kleinen Kreaturen in ihren enormen Schmieden benutzt. Es waren kleine rote Kreaturen mit winzigen Hörnern und heißer Luft über ihnen. Ihnen konnten die Flammen nichts anhaben. Die Zwerge nannten sie Dämonen. Du ähnelst ihnen etwas, bist nur viel größer. Und du hast eine sehr viel stärkere Beziehung zu Feuer. Ich glaube, dass diese Beziehung zu Feuer kein Zufall ist. Du bist ganz klar eine Waffe. Und deine Aufgabe ist es, die dunklen Eisfürsten zu stellen. Es ist gut möglich, dass du den Versuch darstellst, die Kräfte der Natur auszubalancieren. Aber ich weiß nicht, welches Wesen dahinter steckt. Okay, es klingt schon mal sehr interessant. Er ist ein ehemaliger Zwerg und jetzt ein unsterblicher Geist und jetzt... naja, Dämonen. Mal sehen, vielleicht finden wir ja noch ein paar Zwerge. Wie läuft es mit Sibyl? Welch charmantes junges Mädchen. Ihr Hunger nach Wissen erinnert mich an mich selbst. Vor langer Zeit, als ich jung war und noch in meinem ersten Körper. Ich würde ihr mit Sicherheit ein paar Übungsstunden im Nahkampf geben, wenn ich noch gewisse körperliche Bedürfnisse verspüren würde. Und es scheint, dass sie sehr viel mehr an deiner Aufmerksamkeit interessiert ist. Jedenfalls ist sie die interessanteste Weise, die ich in den letzten 300 Jahren getroffen habe. Aber ich fürchte, das ist nicht wirklich ein Kompliment, gemessen an deren legendärer Inkompetenz. Sauber. Sauber. Ich nehme den mal mit. Erfahrung, Matras. Komm mit mir. Ich begann mich schon zu langweilen. Ach, das wollen wir ja nicht. Den Spaßvogel nehme ich mit. Ach Gottchen. Auch wenn der jetzt nicht so... Ach stimmt, der ist ja doch recht stark. Von daher... Wir müssen eine Übereinkunft über den geplanten Angriff finden. Gut.
Unsere Strategie hängt essentiell von dir und deinen Gefährten ab. Ich werde dir eine Gruppe Soldaten geben, die dir bei der Mission helfen sollen. Das kommt nicht in Frage. Je mehr wir sind, desto leichter werden wir entdeckt. Ich nehme Edwin mit. Ihr Wissen und ihre Kräfte werden mir am nützlichsten sein. Mir wäre es lieber, du nimmst jemanden mit, dem du vertrauen kannst. Und Edwin scheint mir nicht so. Sie wird sich freuen, das zu hören. Ich kann mit dir gehen. Du weißt, dass ich mich gut tarnen und nützlich machen kann. Das ist ein guter Kompromiss. Wir drei haben eine Chance. Was sagt ihr, Euer Hoheit? Ich stimme zu. Ich zähle auf dich, Relma, dass du die Interessen unseres Volkes vertrittst. Der Ausgang dieses Kampfes hängt von deinem Erfolg ab. Ihr müsst in die Stadt schleichen, die Zugbrücke erreichen und sie herunterlassen. Dann könnt ihr das Tor für uns öffnen. Ich werde persönlich die Armee anführen und die Stadt betreten, sobald ihr das Tor geöffnet habt. Ich glaube, dass der Überraschungseffekt und unsere Überlegenheit ausreichen, um die Todwandler zu überwältigen. Sobald das Tor offen ist, bin ich weg. Ich muss das Durcheinander nutzen, um in das Reich von Schwarzfrost zu gelangen. Bist du bereit für den Angriff? Es darf keine Zerstreuung und keinen Rückzug geben. Wir werden keine zweite Chance erhalten. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, tu es jetzt. Ich brauche noch etwas Zeit. Gut, Vulkan, komm her. Ich muss mit dir über etwas reden. Als du in der Stadt warst, begannen sich die Todwandler zu bewegen. Ah, da. Einige Späher sind spurlos verschwunden. Das können keine zufälligen Angriffe sein. Jemand muss dem Feind unsere Pläne mitgeteilt haben. Ich fürchte, es gibt einen Verräter unter uns. Obwohl mich dann wundert, dass uns die Todwandler noch nicht angegriffen haben. Was wirklich bedenklich ist, ist, dass diese Ereignisse erst mit eurer Ankunft begonnen haben. Was bedeutet, dass dein Leichenfreund als Hauptverdächtiger gilt. Aber es ist ebenso wahrscheinlich, dass es einer der Roten Weißen oder sogar jemand von deiner Truppe ist. Und warum kann es keiner von deinen Leuten sein? Warum sollte einer so etwas tun? Und warum hätte er bis jetzt gewartet? Ja, gut, jetzt ist die Frage, warum hat er bis jetzt gewartet? Wegen ihm, also wegen mir, wäre eine gute Variante, weil wenn ich da bin, sorgt das eh für Ärger. Aus Verzweiflung, da wartet man doch nicht und dann, wenn jemand Neues kommt, der Hoffnung bringt, wird die Verzweiflung dann noch, wird nicht schlimmer, weil der Prinz zurück ist. Ja, stimmt, der Prinz kam auch mit. Ja, der kam mit, aber ohne Leute. Wer weiß schon, was im Kopf eines Verräters vorgeht. Vielleicht dachte er, dass alles getan ist und mein Ankommen hier hat die Dinge geändert. Jedenfalls hast du nicht viel getan, bis wir ankamen. Jetzt geraten die Dinge in Bewegung und der Ausgang des Kampfes ist nicht mehr so einfach vorhersagbar. Das ist sehr anmaßend. Wenn es stimmt, was du sagst, hat der Verräter gewartet, um zu sehen, wozu du in der Lage bist. Nun gut, für die Sache. Willst du uns bei den Ermittlungen helfen oder nicht? Ich werde sehen, was ich tun kann. Doch wenn sich herausstellt, dass der Verräter einer von deinen Leuten ist, musst du tun, was getan werden muss. Natürlich. Der rennt so lustig. Ist der geil, der Kerl. Oh mein Gott, verdammt. Ist bestimmt einer von denen hier. Ich habe dir nichts zu sagen. Das ist bestimmt Baldwin, weil wieso sollte ich sonst mit ihm reden können? Gucken wir mal. Verräter im Lager. Untersuche den Verrat. Wie? Gute Sache, soll ich mit jedem jetzt einzeln nochmal reden oder sowas? Das wäre natürlich wieder eine Aufgabe. Büffel glaube ich nicht. Hey, Büffel!
Wie ich sehe, fort. Ich gehe schon.